Der Kreissportbund fasst 600 Mitgliedsvereine. Wir decken damit fast ein Viertel der Bevölkerung des Rhein-Sieg-Kreises ab, nämlich 160.000 Sportbegeisterte sind Mitglieder in unseren Sportvereinen. Und unsere Hauptaufgabe ist, diesen Sportvereinen die Programme des Landessportbundes näher zu bringen, bewegt älter werden, bewegt gesund bleiben. Und die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die wir koordinieren, die werden von den Vereinen gerne angenommen, weil sie daraus ihre Übungsleiterinnen und Übungsleiter erhalten. Derzeit arbeite ich noch für den FC Pech als Trainerin und wir sind als Verein auch Mitglied im Kreissportbund. Der KSB berät uns für Projektumsetzungen, der stellt Projektmittel zur Verfügung und da kann sich eben der Verein weiterentwickeln und attraktive Angebote für seine Mitglieder bereithalten. Die Vereine, die viel mit uns zusammenarbeiten, die haben fast schon eine Hotline zu uns. Mit denen sind wir auch wöchentlich im Austausch. Wir möchten, dass Menschen mit unterschiedlichsten gesundheitlichen oder körperlichen Voraussetzungen einen Sport finden, der auf ihrem Niveau zu Spaß und Freude führt. Wir haben mit dem Rhein-Sieg-Kreis einen Pakt für den Sport geschlossen, der sichert Ausbildungsstätten, die können wir kostenlos nutzen. Und ebenfalls gibt der Rhein-Sieg-Kreis noch einen Zuschuss zur Übungsleiterarbeit. Und das motiviert die Vereine sehr stark, bei uns Mitglied zu sein. Ich bin jetzt schon seit meiner Kindheit, Jugend Mitglied in einem Sportverein im Rhein-Sieg-Kreis und profitiere halt durch ein regelmäßiges Sportangebot, was ich zu doch moderaten Preisen wahrnehmen kann.